August 2020. Wir starten mit 3 Abonnenten. Mit meinem ersten Video. Noch nicht so viele Aufrufe. Und heute einfach die 400 Abonnenten geknackt. Ich weiß, manche würden jetzt sagen, das ist jetzt nicht so viel, aber für mich ist es mehr als viel. Und ich bekomme weiterhin Abonnenten. Vielleicht ob wir auch nächstes Jahr auch die 500 Abonnenten schaffen. Ich wollte vor Silvester noch die 400 Abonnenten knacken. Und dank euch konnte ich es schaffen. Ich möchte einfach mal sagen, danke. Danke an jeden Einzelnen, der mir einfach abonniert. Das ist mir einfach so nett, dass Leute gibt, die meine Videos halt viel schauen. Ich habe mir immer selbst gedacht, Aras, so oft wie du das machst, du wirst nicht so viel haben. Hatte ich am Anfang geglaubt. Doch nach und nach habe ich weitergemacht und habe gesehen, dass es doch viele gibt, die es mögen. Klar, es sind nur 400 Abonnenten. Ist aber für mich immer noch eine große Zahl. Ja. Die 400 Abonnenten. Hier sind sie. Danke. Und ja, und das war jetzt der Anfang. Ja, wie gesagt, es ist wirklich so, einfach so, es fühlt sich einfach so cool an, irgendwie so viele Abonnenten zu haben, ne? Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass ich so viel schaffe, ne? Vielleicht schaffe ich auch die 500 Abonnenten. Dann wird's vielleicht auch echt krass. Aber wie viele Specials ich einfach gemacht habe. Bald mache ich noch ein 10-Special-Special. Das wäre geil. Aber ich glaube, das wird eher nie kommen. Ich weiß es auch nicht. Aber wie viele Specials wir hatten. 5 Jahre Aras-Film. L-Show, zack, zack, Kebab, 500 Video und jetzt auch noch das 400 Abonnenten-Special. Es ist einfach so viel, ne? 2023 war für mich das beste Jahr für meinen Kanal. Alles angefangen mit meinem Comeback und jetzt immer täglich, also nicht fast täglich, Content. Früher war konnte ich aber den Kanal nicht kontrollieren. Ich konnte ihn aber nicht kontrollieren. Es war einfach, bei mir funktioniert es einfach nicht und jetzt klappt es. Also es ist alles angefangen mit meinem Comeback. Neuen Serien, auch manche Serien, die beendet wurden. Mit den ganzen Specials. Und dann auch noch das Remastered. Einer meiner wohl glaube auch nostalgisch, also ist mein Kanal ist das nur 3 Jahre alt, aber ja. Und dann auch noch das Remake von dem Kampf zwischen Starfire und Blackfire, womit ich nicht gerechnet habe, dass das ein Remake bekommt. Es hätte ich einfach wirklich nicht gedacht. Aber ja. Das ist es einfach. Ja, und mit diesen ganzen Sachen
Und natürlich meinen Shorts habe ich die 400 Abonnenten geknackt. Ja. Jetzt wollte ich noch ein paar kleine Ankündigungen sagen, weil beim 400 Abonnenten Special, wir gehen halt die Ideen aus bei Specials, ne? Ich würde jetzt mal meine nächste Ankündigung sagen. Weihnachten steht vor der Tür, ich weiß. Und deshalb möchte ich auch mein Video am Heiligabend präsentieren. Und zwar kennt ihr bestimmt alle meine Talking Tom Reihe. Nun, ich habe mir überlegt, ey, Kevin allein zu Hause und Talking Tom. Was ergibt das? Genau, Ginger allein zu Hause. Ja, ich dachte jetzt Tom allein zu Hause. Ja, am Anfang wollte ich auch Angela allein zu Hause machen. Doch, das war für mich so ein bisschen zu... Das passt einfach nicht. Ich habe dann Ginger ausgewählt, weil Ginger war schon immer der Kevin der Serie Talking Tom. Die Einbrecher, also ein Einbrecher wird auf jeden Fall dieser Waschbär sein. Wer wird überhaupt der Zweite sein? Ich muss noch mal überlegen, wer der Zweite ist. Also auf jeden Fall, Ginger wird Kevin sein, ein Einbrecher wird dieser Waschbär sein. Und wer wird der Zweite sein? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war meine Ankündigung. Ich werde das so machen, ich werde verschiedene Videos einfügen, sie schneiden und dann halt diese Szene zeigen, wo jetzt halt dieser Waschbär dabei ist, so. Also, ich glaube, ihr wisst, wovon ich ausgehe. Welche Art von Videos ich meine. Und ja, das war auch meine Ankündigung. Meine erste Ankündigung. Meine zweite Ankündigung ist, wann wird denn der Kampf zwischen Starfire und Blackfire bei Arasim TV laufen? Also ich kann euch sagen, dass an Heiligabend das Special laufen wird. Eigentlich war es ja geplant am 18. Dezember, doch ich dachte mir, komm, ich mach Heiligabend. Also am Heiligabend wird auf jeden Fall der Kampf natürlich zensiert bei bei Dings laufen, bei Arasim TV. Außerdem, Arasmax wird auch einen riesigen Weihnachtstag machen. Das heißt, viele Serien werde ich dann halt die Weihnachtsfolgen und so zeigen und eine Wiederholung von dem unglaublichen digitalen Zirkus. Ich weiß, das passt jetzt nicht zu Weihnachten, aber ich wollte einfach mal kurz noch eine Runde unglaublich digitaler Zirkus zeigen. Und ja, das war's. Und ja, das war's auch. Also auf jeden Fall Ginger allein zu Hause, der große Weihnachtstag bei Arasmax und der Kampf zwischen Starfire und Blackfire am Heiligabend. Bei Arasm Film TV natürlich. Ja, also nochmal. Ich hoffe, ihr seid weiter dabei, meine Videos zu gucken. Ich gebe mir zwar nicht viel Mühe, aber trotzdem versuche ich, die Videos immer irgendwie lustig zu machen. Manche würden jetzt sagen, ey, du gibst dir viel Mühe bei deinen Videos. Dann will ich einfach mal an die Leute einfach Danke sagen. Meine Videos feiern. Vor allem auch zwei meiner Freunde auf YouTube, die oft meine Videos schauen, zum Beispiel WeRapper oder LiveTV. Und
Ja. Ja, danke. Ich hoffe, ihr seid nochmal bei meinem weiterhin dabei. Sorry, heute sage ich irgendwelche Sachen immer zweimal. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten und ich hoffe, ihr seid bei Ginger allein zu Hause dabei. Lasst ein Like da, lasst wie immer ein Abo da. Und ja, wir sehen uns in den kommenden Tagen. Ciao! Thank you.